Was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Zoe schreibt, lol, ich bin drin. Nice, das freut mich für dich. Schön für dich. Aber ich freue mich natürlich für dich. Letztens habe ich dir eine Urkunde gegeben. Heute gebe ich dir sogar einen Orden. Kann ich ins Video? Ich bin im Video. Ja, wenn du Video zweimal richtig schreiben kannst, gerne. Meine lieben Damen und Herren, ich hatte heute einen anspruchsvollen Tag. Deswegen schauen wir uns heute ein anspruchsvolles Video an. War das überhaupt Deutsch? Ich glaube nicht. Danke, Schatz, dass du heute mitkommst. Und jetzt ist mein bester Freund kennen. Ich freue mich auf jeden Fall, den besten Freund meiner Freundin kennenzulernen. Warum wusste ich nicht, dass du einen besten Freund hast? Der beste Freund kommt an und der wird wieder mit Liebe umarmt. Wenn sie mich einmal so umarmt hätte, ach, reden wir nicht drüber. Ja, Schatz, das ist mein bester Freund, Johnny. Ach ja. So. Und was war? Egal, ist einmal gesehen. Komm, geh auf meinen Rücken, Jetzt mal ehrlich, meine lieben Damen und Herren, was sagt ihr eigentlich dazu, wenn eure Freundin einen besten Freund hat, der kommt hier an und dann treibt er sie Huckepack, keine Ahnung, hier durch die Straßen. Weißt du, dass du echt die beste Freundin hast, Alter? Du bist echt ein Diamant. Ja, genau, ich habe die beste Freundin. Gehen wir mal von dieser Situation aus. Irgendeine Sophie schreibt in die Kommentare, Gott, wie froh ich bei diesen Kommentaren bin, dass ich eine nicht-toxische Beziehung habe und einen besten Freund haben darf. Einen besten Freund, der genauso wie er mit ihr umgeht. Aber die Frage ist jetzt, liebe Sophie, beantworte mir die bitte, also für was brauchst du dann noch mich als Freund? Du brauchst mich doch gar nicht mehr da. Also ich finde natürlich, wenn sie einen besten Freund hat, absolute Red Flag. Es sei denn, Kindheitsfreund, dies, das, ja gut, kann man sagen. Aber wenn das so ein Typ ist, den sie beim Feiern kennengelernt hat, keine Ahnung, und dann sie den jetzt als besten Freund betitelt, ja dann schau, verschwind die, kein Bock mehr auf die. Dinge, die mich absolut nicht interessieren. Deine Videos. Spaß, ich schaue deine Videos gern, echt, wirklich. Wenn wir uns treffen und das Einzige, worüber du zu erzählen hast, ist, mit wie vielen Jungs du oder Mädchen du schon geschlafen hast, es interessiert mich nicht. Da hast du komplett recht, Dani, da stimme ich dir zu. Wenn irgendwelche Leute kommen, das ist so cringe, wenn die sagen, ich habe die gebockt, es juckt mich doch nicht. Oder es gibt so viele Leute, die schon kennengelernt haben, die ganze Zeit nur damit prahlen, wie viele Leute sie schon verarscht haben. Also, Digga, das macht ja auch niemand, oder? Oder Leute, die stolz darauf sind, dass sie ihrem Partner fremdgegangen sind. Und da stimme ich dir auch komplett zu. Also, solche Leute sind wirklich so eine minderwertige... Ach, ich rede jetzt nicht mehr weiter, sonst werde ich demonetarisiert. Oder wenn die Person einfach die ganze Zeit nur davon redet, wie unfassbar beliebt sie auf ihrer eigenen Schule ist. Leute, die das auch behaupten, sind meistens eh die unbeliebtesten Leute auf dieser Schule. Also, keiner interessiert sie wahrscheinlich für die... Verstehe auch diese Leute nicht, die was diese Intention haben. Die sagen, die sind beliebt. Gehen zu irgendwelchen Leuten, sagen hier, hey, ich bin voll beliebt an meiner Schule. Ich bin richtig cool. Ich habe das und das und das. Digga, es juckt ja gar kein Schwein. Wie soll ich bitte auf so jemanden reagieren? Aber ehrlich, wenn ich in so eine Situation kommen würde, ich würde einfach das Gespräch irgendwie versuchen zu verlassen, aber wirklich nett zu bleiben, damit die Leute natürlich nicht denken, dass ich einen Scheiß auf die gebe. Hi Feli, mein Freund und ich sind seit einem Jahr zusammen und er weigert sich, mich auf Social Media zu posten, obwohl ich ihn schon super oft danach gefragt habe. Also ich würde sagen, das ist nicht so schlimm, weil ich meine, es gibt natürlich Leute auch, die nicht gerne auf Social Media posten, beziehungsweise nicht gerne ihr Privates auf Social Media teilen. Ich bin zum Beispiel so eine Person und ich würde das absolut verstehen. Er verletzt gerade deine Gefühle, um die von einer anderen zu schützen. Hey, warte, was? Er verletzt deine Gefühle, um die Gefühle einer anderen Person zu schützen? Ey, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Wenn er keinen Bock hat, irgendwas Privates auf Social Media zu teilen, dann sagst du direkt hier, ja, er will die Gefühle einer anderen Person schützen, indem er deine verletzt. Ja, komm, nee. Wenn er sich weigert, dann gibt's ein anderes Mädchen da draußen, das sehr, sehr durch diesen Post verletzt werden würde. Nee, halt überhaupt nicht. Was ist denn das für eine Behauptung? Also ich habe gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Mädchen. Wenn ich eine Freundin hätte, dann würde ich einfach nur Kontakt mit meiner Freundin haben. Und wenn ich sie nicht posten möchte, dann möchte ich nichts über mein privates Leben auf Social Media teilen. Und glaub mir, da gibt es kein anderes Mädchen, deren Gefühle ich nicht verletzen möchte. Was ist das für eine blöde Behauptung? Bei meinem Freund ist es aber zum Beispiel so, ich verbiete ihm, mich auf Social Media zu posten. Er hat schon so oft mich gefragt, oh mein Gott, kann ich diese Story von uns hochladen? Jetzt verstehe ich aber die Welt nicht mehr. Also du verbietest deinem Freund, dass er dich auf Social Media postet. Was ist denn das für eine Doppelmoral? Im Gegensatz findest du das nicht okay, wenn der Freund nicht möchte, dass sie auf Social Media gepostet wird. Also komm bitte, diese Doppelmoral, die möchte ich mir gar nicht mehr geben. So, nein, nein. Und der einzige Grund, warum ich sage, poste mich nicht auf deinem Instagram, ist, weil wir halt beide das ja so ein bisschen privat halten wollen. Ja, genau, ihr beide. Natürlich nur du, weil du bist hier diejenige, die es verbietet. Und genauso ist es mit dem vorigen Beispiel. Wenn er nicht will, dass er sie postet hier auf Social Media und sie was dagegen hat, natürlich will er seine Privatsphäre schützen. Alter, du machst das genauso. Für mich ist es so gar kein Problem. Bilder machen gerne, gar kein Problem. Wenn du sie privat anschauen kannst, gar kein Problem. Auf Social Media posten, nee, muss nicht unbedingt. Naja, außer man ist vielleicht schon eine lange Zeit zusammen, dann kann man sich schon mal überlegen, vielleicht, okay, ja, postet mal vielleicht ein bisschen was. Aber ehrlich, wenn du genauso eingestellt bist, dann könnte ich ja genau so behaupten, ja, vielleicht hast du einen anderen Typen und vielleicht willst du deswegen, dass dein Freund dich nicht auf Social Media postet. Oh mein Gott, du hast ein verstecktes Talent. Lass es versteckt. Jetzt mal ganz ehrlich, was bringt dich das? Du machst die Küche ja voll mit Erdnussbutter, das bekommst du nie mehr raus. Check das auch nicht. Mann, Menschen, geht es so gut. Junge, Erdnussbutter, weißt du, wie viele Kalorien das sind, Alter? Das Video hat auch 5000 Likes. Wow, hat sich sehr gelohnt für deine 5000 Likes. Geh es deinen Freunden erzählen, geh es deinen Eltern erzählen. Wow, heftiges Video. Oh, hab ich heute einen Hunger. Was gibt's denn? Na, not cheese, mit Gulasch. Not cheese? Mhm. Lecker.
So, erstmal auf den Boden essen. Wer kennt das nicht? Ganz klar. Schmeckt natürlich sehr gut mit den ganzen Bakterien, die am Boden sind. Grausig. Sollte auch für morgen noch reichen. Ja, für morgen. Morgen ist der Boden bestimmt sauberer. Guten Appetit. Ich warte immer noch auf die Ironie von diesem Video. Anscheinend gibt es keine. Ja. Mach ich den Tisch fertig. Was für ein Tisch? Siehst du hier irgendwo einen Tisch? Also ich sehe hier keinen Tisch. Ein Tisch sieht nämlich so aus. Ich gehe natürlich von vielen Videos aus, dass die Spaß gemeint sind, aber das Video war vollkommen ernst. Die essen wirklich am Boden. Hast du Snapchat auch nicht, oder? Doch, Snapchat habe ich. Ach so. Schön, dass wir anscheinend so gut connected sind. Ach, meine Liebe, reicht das nicht, dass du mit ihm streamen kannst? Ist das zu wenig Connection? Sagen wir hätten uns gegenseitig auf Snapchat, okay? Ja. Würdest du mir ein Bild von dir schicken? Nein. Ach, dein Crush möchte dir kein Bild schicken. Was machst du dagegen? Du hast schon mal mein Profil oben gesehen und du hast nicht auf Adden gedrückt. Ist ja auch gut so. Junge, ich sehe auch täglich so viele Profile hier auf Snapchat und ich habe auch nicht auf Adden geklickt. Ich adde nur Leute, die ich kenne. Also normalerweise, außer jemand hat mich überzeugt. Also ich kenne 99,9% meiner Snapchat-Kontakte persönlich, wirklich persönlich. Was bringt mir das, auch Bilder rumzuschicken mit Leuten, die ich gar nicht kenne? Ich weiß jetzt, was sie sagen werden. Ich sehe bestimmt nicht behindert aus, oder? Ja gut, ich sehe dich jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber wir sehen gleich. Hey Leute, ich bin hier gerade auf dem Behindertenparkplatz und habe das jetzt insgesamt zwei Leuten schon gesagt, weil ich sehe heute mal nicht behindert. Ja Leute, ich sehe wieder mal nicht behindert genug aus. Doch, du siehst halt einfach behindert aus. Wirklich behindert gut. Um hier gerade zu parken, ich muss den Leuten nicht mal die Sätze jetzt mal vorkauen. Er hat mir es bestätigt mit einem Nicken und hat dann noch eine Antwort erwartet, so nach dem Motto, ich sehe behindert aus. Hat er ja recht, oder? Ich meine, das ist eine Geschmackssache. Ich würde jetzt sagen nicht. Aber er hat bestimmt gemeint, du siehst behindert gut aus. Heute ist ein Samstag. Ich möchte nur meinen Wocheneinkauf erledigen. Aber was machst du da in diesem Auto und nimmst dieses Video auf? Ich meine, geh doch deinen Wocheneinkauf erledigen, Alter. Geh. Und dabei vielleicht behindert aussehen, vielleicht auch nicht behindert aussehen. Wie sieht eine Person mit Behinderung aus? Naja, genauso wie du sagtest. Diese Person hier, oder? Ja, richtig entspannt. Gut, danke für deinen netten Beitrag. Mir hat dein Video sehr gut gefallen. Du hast Bilder verwendet, du hast Text eingebaut. Krass. Leute, wir sind gerade hier in der Turnhalle, Leute. Guckt, meine Mama und Papa und so, ne? Alle da, ne? Mein Handy weg, sonst nimmt das mit. Und genau das ist der Grund, warum ich meinen Kindern niemals ein Handy geben würde, in einem Alter, in dem sie nicht geistig reif genug sind, um ein Handy zu führen. Wenn ich plötzlich von meinem Kind so ein unnötiges Video auf der For You sehe, Digga, dann gibt's was. Also lieber rausgehen, das Leben genießen, hier mit seinen Jungs, keine Ahnung, irgendwie draußen spielen oder so, wenn nicht die ganze Zeit hier am Handy rumhängen. Leute, ich werde euch jetzt mal meinen Trick verraten, gegen Langeweile bei langen Autofahrten. Gut aufgepasst. Ja, da bin ich mal gespannt auf deine Tipps, die könnte ich echt gut gebrauchen. Der Trick ist ziemlich einfach und zwar, man muss hier einfach nur dieses Teil aufklappen, dann holt man sich hier erstmal auf entspannten Tisch raus. Ja, wer kennt's nicht? Wer hat nicht auch so einen Tisch im Auto? Das war erstmal Schritt 1. Schritt Nummer 2 ist, ihr schnappt euch euer Laptop, Leute. Und dann Schritt 3, ihr zockt einfach Minecraft, Leute. Ja, viel Spaß. Minecraft auf dem Dutchbed zocken. Das ist genauso wie mit Sandalen auf dem Mount Everest steigen. Meine lieben Damen und Herren, hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.